Det kunne jo mig sige. Hvad der kan lagt med mig, de buden i lærkrig. Ja. Gut, singst du, aber erst müsste man rausgehen, dass ein Mann, der wollte dich mal sprechen. Draußen wartet der Mann auf mich? In einem Ledermantel? Nein, er sagt, er wäre ein ehemaliger Kellner, der will dich mal sprechen. Der sagt ganz einfach, du sollst doch im Fernsehen nicht immer bloß einen Kellner spielen. Es gibt ja auch nette Kellner, ne? Freilich gibt's nette Kellner. Na. Ich bin ja Schauspieler, ich habe ja schon Dinger auf der Bretter gelegt, die liegen ja heute noch da. Ja. Wir werden mal das vollkommen neue Stickel spielen. Was wir drehen denn? Mal rum. Warum? Du machst ja mal Kellner, ich mache Gast. Ich mache vollkommen neue Stickel. Gut, das probieren wir. Du machst den Kellner und ich mache Gast. Gut. Moment. Das kennt doch was erleben, das Gepläge. Ein großer Moment, ein Komiker arbeitet. Ja, Komiker. So, schönen Dank, Herr Direktor. So, das ist jetzt hier die Gaststätte. Guck, guck, guck. Von, alles von alleine bei uns. So, bin ja gespannt, wo der... Oma! Ach du lieber Gott, geht schon los. Wo bleibt denn der Servierflät? Ach, das dauert ja wieder ewig. Moment, ah, meine Fresse! Die ganzen Kriemen in die Kuschel bei mir. Wollen Sie denn in einer Gaststätte nicht den Hut absetzen? Muss ja eine Komiker-Kiebe aufhaben. Warum müssen Sie? Komiker ohne Hut? Das ist ja wie BGL ohne Lehrerversprechung. Sie wollen speisen, also, ne? Also das will Räusche laufen hier. Bitte? Sie hatten die Karte geschrieben. Was denn? Klöße vorne mit K? Sind wir harte Klöße, was? Bringen Sie mal das Französische hier, das Schoten-Schoten-Schier, wie das ist. Wo, hier, was für ein Ding? Ach, Ding, das Französische. Schau, bitte? Schau den Bredel. Wie bitte? Chaudet, Bredel. Ach, nicht doch, nicht doch. Das hier? Ne? Ganz einfach, Chateaubriand. Hab ich ja gesagt. Ich habe bitte Dialekt gesprochen. Bitte? Bringst du das hier, das, ne? Chateaubriand. Gerade machst du die Kusche zu, Herr Prof. Bringst du das hier, wovon wir gesprochen haben? Chateaubriand. So sagte ich. Ja. Und da bringst du zweimal Briand und ist so viel Show. Und keine Kartoffeln, dann nehmen wir die Französischen, ja, die Bom Bom, ne, die Bom, ne? Na, hier die Bom, die hier die. Ne? Bom. Schreib auf, Kartoffeln und Quark. Kann doch kein Hund lesen, das Gelumpe, das ist ja. Ist ja gut, ich meine, wenn Sie Feinschmecker sind. Feinschmecker, hast du gedacht, ich will Dachpappe fressen davon oder was? Redet ja keiner. Wir haben ja alles da, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie mal, wir haben Krabben. Will ja keine Krabben. Wir haben Weinbergschnecken. Schnecken, Froschschenkel. Ah, du hast gedacht, ich fresse euer Ungeziefer, was? Nee, ich bring dir noch einen abgeschossenen Kartoffelkäfer, oder? Ja, das sehe ich. Wir hatten ja sogar Elefanten. Elefante! Bitte? Nehmen wir Elefanten. Ja, was heißt nehmen wir Elefanten? Aber keinen ganzen. Und der möchte ich ohne vom Rissel möchte ich nicht. Nee, ich mache mir nicht als ja, Rissel. Bitte, nicht. Ach nee, kein Rissel. Weißt du gar nicht, wo der mit den Dingen rumgedunkt hat. Wir brauchen uns ja gar nicht zu streiten. Der Elefant hat ja einen Kräutel. Sehen Sie mal, der ist ja aus Feierabend vorbei. Den hat man ja letzte Woche. Der hält sich ja nicht bis Pfingst. Nee, der passt ja nicht in den Kühlschrank. Kannst du keinen Elefant in den Kühlschrank rammeln? Geht ja nicht. Womit ich mache der große Dapsen in der Butter. Möchte was zu essen, Moment, aber kein Rissel. Ich werde Ihnen mal was empfehlen. Wie wär's denn mal mit kaukasischem Reiterfleisch? Das ist mir zu zerrig. Das ist nicht zerrig. Reiterfleisch ist immer etwas zerrig. Das ist nicht zerrig. Ich hab's ja gehabt. Ja, bitte und? Du hast ein Stück vom Sattel gebracht wahrscheinlich. Außerdem will ich vorher eine Fleischbrühe. So fängt das mal an. Bitte? Hier ist ja Fleischbrühe. Ja. Was ist denn das für eine Zahl? Das ist der Preis. Das ist der Preis. Ich hab gedacht, das ist eine Feldbusnummer oder was. Da
vermische ich doch lieber eine Ochsenschwanzsuppe mit. Nehmen wir eine O-Suppe. Ja, nein, die würde ich nicht empfehlen. Die ist heute ein bisschen dünn geraten. Ochsenschwanzsuppe ist dünne? Ja, die nehmen Sie mal lieber nicht. Soll der Ochse seinen Schwanz ein bisschen länger einhängen? Nehmen Sie doch mal eine Eiervorspeise. Egal, Eiervorspeise. Was? Eier? Mein Nachbar hat ja so viel Hühner, dadurch haben wir ja jeden Tag Eier. Noch. Ach nee. Na, wenn Ihr Nachbar Hühner hat, wieso haben Sie denn da Eier? Nur weil wir. Ich habe den doch heimlich in das Hühnerfutter, habe ich Schießpulver gehauen. Die Hühner kommen ja gar nicht mehr bis zum Nest. Nee. Das geht bis immer bang. Die ganzen Eier feuert zu mir rüber. Bloß gestern ist eine Henne draufgegangen. Oh. Rohrkrepierer. Die Dinger passieren. Lassen Sie sich doch aber nicht davon abhalten, nee. Eier zu essen. Sehen Sie mal, Eier sind doch gesund. Eier regenerieren den ganzen Körper. Schaffen neuen Mut und neue Lebensfreude. Eier. Von Eier? Und das hilft immer? Schreib mal 40 Stück auf. Und bitte, was zu trinken möchte ich. Was zu trinken? Ja, hier haben wir einen ganz raffinierten Wein. Euren raffinierten Wein kenne ich, der ist ja mit allen Wassern gewaschen. Ich wollte vorher was essen, wenn es geht. Ja, Moment, ich habe ja mal was für Sie. Nehmen Sie doch mal amerikanisches Pferdefleisch. Schreibe! Was? Amerikanisches Pferdefleisch. Der Amis haben mich 45 entwaffnet, jetzt fresse ich denn die Kavallerie auf.